Wenn du abnehmen willst, ein Gewichtsproblem hast oder deine Ernährung umstellen willst, dann hör jetzt genau zu, denn du wirst leider schon sehr lange Zeit zu einem sehr wichtigen Ernährungsthema belogen. Und zwar ist das das Thema von Fett, Kohlenhydrate und Protein. Du musst Folgendes wissen: Es ist nicht so, wie es dir viele Jahre gesagt wurde. Wenn du schon erfolglos probiert hast, abzunehmen, deine Figur zu ändern, gesünder zu leben, dich besser zu fühlen, aber es dir immer wieder nicht gelungen ist, dann könnte es daran liegen, dass du über Ernährung völlig falsch informiert bist. Dieses Thema ist hochkontrovers und ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit damit, weil auch ich immer wieder Probleme habe, ja, obwohl ich an sich schlank bin, dass ich mein Gewicht unten halte und ich einfach sehr schnell auch süchtig werde nach Chips, Brot, Süßigkeiten, Softdrinks, Fastfood und so weiter und so fort. Ich kenne das Problem. Und ich habe früher immer gedacht, ey, wenn du dich ausgewogen ernährst und Sport machst, dann wirst du auf jeden Fall schlank werden, abnehmen, keine Fettpolster haben, kein Bäuchlein bekommen. Aber Leute, es ist ein Kampf, es ist ein Krampf und es geht eigentlich viel einfacher. Und also ohne ins Detail zu gehen, ist der wichtigste Trick, um abzunehmen, ist der Fokus auf Kohlenhydrate. Wenn du den Fokus auf Kohlenhydrate hast und sagst, die vermeide ich so gut es geht. Stichworte sind Low Carb, Ketogen oder Carnivore. Das sind die drei Sachen. Low Carb, Ketogen, Carnivore. Wenn du Low Carb anfängst zu leben, dann fängst du an und sagst, okay, ich versuche die Kohlenhydrate, wo es geht, zu reduzieren oder zu vermeiden, nach unten zu gehen. Weniger Brot, weniger Nudeln, weniger Chips, weniger Pommes, weniger Kartoffeln, weniger Hülsenfrüchte, weniger Süßigkeiten, Zucker sowieso nicht. Ja, also einfach alle Kohlenhydrate, alle Zucker möglichst weit nach unten, aber nicht völlig eliminieren. Das ist Low Carb. Der nächste Punkt ist, du gehst noch weiter runter und sagst, ich will in die Ketose. Die Ketose ist ein anderer Stoffwechsel, wo du nicht mehr Zucker verstoffwechselst, sondern Fett dann zu Zucker umgewandelt wird in deinem Körper. Dann beginnt der Fettabbau. Das kann man auch messen. Wenn du in der Ketose bist, wirst du, ohne dass du irgendwas machst, ohne Sport, abnehmen. Und zwar radikal. Ist das gesund? Ja. Nach allem, was man weiß, nach allem, was ich weiß, nach allem, was ich recherchiert habe, ist Low Carb safe, aber auch ketogen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, auf jeden Fall gesund. Vor allem, wenn du abnimmst. Wenn du prädiabetisch bist, wenn du Zucker hast, wenn du vielleicht sogar schon Diabetes Typ 2 hast, dann ist eine Low-Carb-Ernährung vielleicht eine sehr gute Idee. Wie immer, das hier ist, ja, ich bin kein Arzt. Bitte immer vorher einen Arzt fragen, okay? Bitte informiert euch vorher und seid kritisch. Nehmt nicht alles an, was andere Leute sagen, ohne euch auch in anderen Quellen informiert zu haben. So, der dritte Punkt ist karnivore Ernährung. Carnivore ist nichts, was ich mache, aber es ist zumindest interessant, dass es Leute gibt, die ausschließlich fast nur Fleisch essen. Fleisch, Butter, Salz, Wasser. Sonst nichts. Und da gibt es Leute, die machen das schon ein Jahrzehnt. Fleisch, Butter, Salz und Wasser. Und die ich gesehen habe, in den USA auch Ärzte, die darüber sprechen, Leute interviewen, sahen super aus. Super gesund. Seit 12 Jahren nur Fleisch. Vollkommen crazy. Also könnte ich mir bisher zumindest jetzt nicht vorstellen. Und es gibt natürlich auch moralische Bedenken, die ich auch sehe, ja, wenn man sehr, sehr viel Fleisch isst. Aber auch hier gibt es Leute, die sagen, ja gut, wenn du nur Pflanzen isst, dann beeinträchtigst du die Natur und andere Lebewesen auch auf negative Weise. Die müssen sterben oder können gar nicht erst leben, weil du diese ganzen Pflanzen isst, ne? Aber ich sehe den Fleischkonsum auf jeden Fall kritisch. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Es geht nur um das Gewicht. Nochmal, wenn du abnehmen willst, ist meine Meinung, musst du nichts anderes machen, als die Kohlenhydrate radikal zu reduzieren. Für Dumme. Okay? Wenn du sagst, ich will nichts lesen, ich will nichts wissen, ist mir alles zu kompliziert. Das Einzige, was ich wissen muss oder weiß, ist, wo sind Kohlenhydrate drin? Und um das zu wissen, musst du nichts weiter machen, als hinten auf die Verpackung draufschauen und dir durchlesen, wie viel Kohlenhydrate da drin sind, pro 100 Gramm.
Und du kaufst einfach so ein, dass es möglichst wenig sind und du trotzdem dich einigermaßen reichhaltig und abwechslungsreich ernährst. Klassische Gerichte sind zum Beispiel Gemüsesorten, alle möglichen Gemüsesorten mit Käse, mit Speckcroutons, mit Butter, Aufläufe, Fleisch, solche Sachen halt natürlich. Obst, eher so Beeren, ja, nicht zu viel Obst, auch keine Bananen, nicht so süßes Obst. Und wie gesagt, alle Sachen, die Kohlenhydrate enthalten, viele Kohlenhydrate enthalten, gar nicht oder ganz wenig. Ja. Weglassen, natürlich völlig weglassen, sind solche Sachen wie Pommes, Chips. Ja, das geht halt gar nicht mehr, also außer einmal im Jahr vielleicht. Und ja, das ist sehr interessant. Wenn dich dieses Thema interessiert oder andere Themen der Wahrheitsfindung, dann folge gerne diesem Kanal. Mein Name ist Antoine Richard. Ich wünsche dir Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.